Und weiter geht's. Vierte Stunde des Multiplayer-Livestreams mit Pandora First Contact am 19. September. Ein besonderer Tag, denn heute erscheint das neue Add-on von Pandora First Contact, Eclipse of Nashira. Und das zeigen wir euch heute, beziehungsweise dann ein paar Tage später bei der Videoaufzeichnung auf YouTube. Und die ersten 3 Stunden, die wir gespielt haben, von 8 bis 23 Uhr, das war eigentlich nur der Vorgeschmack, der Auftakt auf das, was jetzt kommt, nämlich die Verdunkelung von Nashira. Die Eclipse of Nashira, die Düsterheit, die sich hier legt über dieses Sternensystem und über diesen Planeten hier, die blau-schwarze Dunkelheit, die unsere Herzen beklemmt. Und die Monster, die auf der Tiefsee aufgestiegen sind und die Küstenstädte der menschlichen Spieler angreifen und die bedrängen. Und die seht ihr hier im Spiel. Und ich gebe euch einmal eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Wir haben hier den Entwickler. Wir haben Lorenz Ruhmann hier an Bord, der mitspielt. Und wir haben, das ist hier diese orangene Fraktion ganz im Südwesten, wir haben hier nordöstlich davon seinen menschlichen Kompagnon, den Fan des Spiels, den Spieler von Zifforum.de, das ist Eil, er ist mit ihm in einem Team und dann haben wir noch 2 andere menschliche Spieler, die in einem Team vereint sind, gegen die beiden antreten, das ist Zakor, die blaue Fraktion, der wird mächtig bedrängt von den beiden und dann ein Kontinent weiter im Osten oder im Süden, je nachdem wie man das sieht, wo man entlang scrollt. Das ist hier Black Arken, die gelbe Fraktion, die mit Zakor unter einer Decke steckt, in einem Team spielt und Black Arken, der greift wiederum diese KI-Fraktion hier im Süden an, was aber schwierig ist, weil die über sehr, sehr starke Einheiten verfügen. Und dann gibt es noch ganz spezielle Einheiten, die gerade aus dem Wasser aufsteigen bei dieser Sonnenfinsternis und die amphibische Einheiten sind und auch an Land klettern können und die Städte der Spieler bedrohen. Das ist die Ausgangslage hier zu Beginn der vierten Stunde und mein Mitmoderator hier, das ist Piro Parker. Hi Piro. Ja, da bin ich auch wieder, ganz genau. Ja, in die letzte Stunde. Es wird nochmal richtig spannend. Die Frage ist natürlich, vielleicht kann Zakor sich ja sogar ein bisschen über die Zeit retten. Richtig gut ging ja in den letzten Stunden hier nicht, aber gleichzeitig diese Verdunkelung könnte ihm vielleicht so ein bisschen zugutekommen, weil jetzt auch andere Bereiche des Spiels sozusagen nochmal Aufmerksamkeit erfordern. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen direkt weiter. Wenn du nichts dagegen hast, sage ich den beiden Teams schon mal Bescheid, dass es weitergehen kann. Mach das, ich komme dann in Kürze nach in das Team von Lorenz in den Kanal. Alles klar, okay. Piro Parker sagt jetzt allen Bescheid, dass sie eine Runde weiterklicken können. Wir haben jetzt in der Pause den nämlich einen Nicht-Zug-Befehl erteilt. Der wird jetzt auch wieder aufgelöst. Im Chat begrüße ich viele, viele Zuschauer live für die letzte Stunde. Und viele Fragen sind mittlerweile hier aufgelaufen in der Pause. Und das sollten wir einige Fragen vielleicht beantworten. Kleiner Tipp, es gibt auch ein Preview zu diesem Spiel. Darauf weist X Raturex hin. Es gibt ein Preview auf meinem Kanal, da hat Lorenz ziemlich detailliert dieses Feature beschrieben und auch einiges erzählt über sein Entwicklerstudio. Trotzdem wollen wir eine Frage, die Drakeos heißt du, ne, stellst im Chat, die wollen wir jetzt weiterreichen noch an Lorenz. Und dafür wechsle ich mal ganz schnell rüber in seinen Kanal. Oh, der verteilt schon. Hi Lorenz, schön. Hi Eil. Hallo. Wir sind wieder live. Eine Frage, die ich von den Zuschauern im Kanal gerne an dich weiterreichen möchte, Lorenz. Da wird die Frage gestellt, hey, ist das eigentlich, wo Lorenz Deutsch spricht doch anscheinend ein Deutscher ist das hier eigentlich ein deutsches Entwicklerteam? Proxy Studios ist international. Ich bin der einzige Deutsche. Also mein Co-Designer und Programmierer, also Rock, der ist aus Slowenien. Unser Künstler, Artist Sohail, der ist aus Schweden. Unser Komponist Charlie, der kommt aus England. Unser Schreiber Dan kommt ebenfalls aus England. Und unser Sound Specialist Mike, der kommt auch nochmal aus Schweden. Also wir sind da ziemlich krass verteilt. 3 von euch sind das die Kernmannschaft. Ihr seid, arbeitet weitenteils Vollzeit oder zumindest halbtags da dran, je nachdem, wie das gerade ist. Ein Teil der Leute studiert noch, mal haben die einen ein bisschen mehr Zeit, mal die anderen. Du machst, arbeitest Vollzeit die ganze Zeit hieran und die anderen, die sind über Honorarverträge mit dabei bei der Entwicklung. Ich hoffe, ich habe das richtig so dargestellt.
Im Großen und Ganzen, genau, ja. Also ich bin Vollzeit, Rock ist eigentlich auch Vollzeit, aber der hat über die letzten 2 Monate eben sein Abschlussarbeit, sein Bachelor gemacht und deswegen waren wir auch mit der Kommunikation etwas nicht so optimal, wie es hätte sein sollen, einfach weil ich war auch extrem eingespannt, um das alles zu koordinieren, den Content etc., das alles fertig zu bekommen, weil man muss halt die Voice-Recording-Sessions koordinieren und dabei sein, dass alles passt. Man muss die Übersetzung noch hinhauen, man muss sie einbauen, die ganzen Grafikdaten einpflanzen, alles schauen, dass alle Verzeichnisse richtig sind, oder muss man es halt noch designen und programmieren. Also es ist auf jeden Fall schon ein ordentlicher Aufwand. Aber jetzt halt eben, nachdem die Zeit vorbei ist, also Rock ist seit September auch wieder, hat jetzt wieder Vollzeit gewissermaßen, ist auch wieder Vollzeit dabei und jetzt können wir wieder ordentlich loslegen über die nächsten Wochen und ein bisschen wieder polieren und die Leute mit Updates verwöhnen. Kommentar von Skelmisch aus dem Chat auf Twitch TV. Respekt, mit so wenigen Leuten. Wow, kann ich mich nur anschließen, denn angesichts der Tatsache, dass so wenig Leute hier an dem Spiel teilgenommen haben, das mitentwickelt haben, kann man nur sagen, dass hier ein Spiel abliefert, das nach Vollpreistiteln nicht nur aussieht, wenn man die Rechnung bezahlt, sondern auch wirklich, wenn man spielt. Das finde ich absolut bemerkenswert. Ist ein Spiel, das sich nicht verstecken muss gegenüber Titeln, die teilweise mehr kosten und auch mit viel, viel größeren Teams entwickelt worden sind. Finde ich richtig gut gemacht. Vielen Dank. Ein paar Sachen, die mir gut gefallen. Wahnsinnig schnelle Rundenzeiten, auch im Singleplayer-Modus. Ein sehr modernes, sehr aufgeräumtes Interface, sehr bedienungsfreundlich. Und sehr gute Texte, gute Übersetzung. Die Dokumentation der Features gefällt mir noch nicht so ganz. Da gibt es noch, das hätte ich gut gefunden. Avenger-Panzer mit 5% in Bitter Lakes. Nächste Runde, kann ich ihn hoffentlich bombardieren? Ja, in einer Runde. Aber kann er heilen oder hat er sich bewegt? Der hat gerade meinen Mech gekillt. Okay, dann kann ich ihn wahrscheinlich auslöschen. Ja, während du so ein bisschen vor dich hin monologisierst, ja, das wäre eine Spezialität, das solltest du auch Bitter wissen. Lakes hier gerade aus allen, Platz quasi aus allen Nähten, insofern, dass es hier den ganzen Angriffen standhalten muss, wie Eil und Lorenz hier auf die Stadt abfeuern, aber gleichzeitig sieht es so aus, als hätte er es fürs Erste geschafft, die Stadt zu verteidigen, oder? Ja, irgendwie schon. Ja, das also mit diesen Minen, die sie da auch platziert haben im Flachland auf 23,19, sind natürlich sehr stark. Also, ja, hat er gut abgehalten. Aber naja, mal gucken. Also ich denke mal, er hat auf jeden Fall auch ordentliche Verluste auch hingenommen, beziehungsweise hinnehmen müssen. Kann jetzt natürlich weiter seine Einheiten bauen, aber ich denke mal, ich werde es auch anfangen, größere Truppen zu bauen. Ich werde es nochmal ein bisschen Spione mit Drop-Pots fallen lassen. Und dann werde ich auch mit Truppen hochziehen und mal schauen, ob man ihn dann gewissermaßen ein Ende bereiten. Jetzt mal Hand aus Herz, das Spiel, es ist jetzt 23.20 Uhr gleich, das Spiel dauert nach etwa 40 Minuten. Werdet ihr sie besiegen? Werdet ihr Zakor auslöschen? Ja, ich denke schon, ja. Ja? Na los. Okay. Ja. Wir wollen Blut sehen. Ich denke schon, ja. Zakor wird fallen. Gehe ich mal schon schwer von aus. Unfassbar. Live im Chat teilen die Zuschauer sich mittlerweile mit, dass sie das Spiel gerade kaufen. Das habe ich noch nicht so oft erlebt bei einem Live-Chat oder bei einem Livestream. Piro, wie ist es? Sollen wir mal rüberwechseln zu Zakor und zu Blacky? Wir haben ganz, ganz lange mit denen nicht mehr geredet und wir würden uns doch, glaube ich, auch ganz gerne mal den Kampf um Bitter Lakes aus deren Perspektive schildern lassen. Außerdem, finde ich, müssen wir dort jetzt unbedingt weiter tratschen, dass Lorenz gerade gesagt hat, dass Zakor heute Abend noch fallen wird. Mach das. Fürs Tratschen wiederum bist du zuständig. Das ist doch die Aufgabenteilung zwischen euch. Ich monologisiere und du tratschst. Ja, yes, genau. Komm, ratzfatz rüber zu denen. Bis alles klar. Ihr beiden, bis später. Tschüss. Ja. Ciao. User left your channel. Channel switched. Hi, ihr beiden. Hi, Zakor. Hi, Blacky. Hallo. Respekt. Was du hier abziehst, Zakor. Stadt gehalten, Bitter Lakes. Oh, schon fallen die Bomben darauf. Na, jetzt hast du mich abgelenkt. Ich habe nämlich genau drauf gewartet. Naja, egal. Das war der Auftrag, den Lorenz mir gegeben hatte. Geh doch mal rüber zu Zakor und lenk ihn ab. Ich habe eine Überraschung für ihn. Ich habe nämlich genau auf den Scan gewartet und wollte meine Einheit wegziehen. Und jetzt habe ich nie aufgepasst. Naja. Was macht man nicht alles für ein paar Gratis-DLCs? Man haut die Mitspieler, die Gäste in die Pfanne. Ist auch nee, aber scheißegal. Ganz im Ernst, Zakor, bei dem, was die dir da jetzt bisher entgegengesetzt haben, muss ich echt sagen, hältst du dich wirklich wacker. Respekt. Ich hab gesagt, billig verkaufe ich mich nicht. Aber ich habe auch eine schlechte Nachricht für dich. Ja? Lorenz hat prophezeit, dass du heute Abend fallen wirst. Oh. Na dann bin ich gespannt, wie er das machen will. Na, lassen wir uns doch mal überraschen, was da wohl noch alles kommen mag. Du
klingst schon wieder ein bisschen selbstbewusster als vor einer Stunde. Naja, meine Wirtschaft hat sich jetzt so langsam stabilisiert und jetzt kann ich halt kontinuierlich Einheiten raushauen. Eben ist ja Lorenz mit einer Agentin nach der anderen auf Bitter Lakes zumarschiert und hat versucht dafür für Chaos zu sorgen. Wie hast du das aus deiner Sicht erlebt? Er kam halt da immer wieder an mit Agenten, aber ich habe ihm die Laufwege meistens abgeschnitten. Vorne hat Blackie Vulkanminen hingeworfen in die Wüste, dass dort die Einheiten stecken bleiben. Und im Westen meiner Stadt habe ich immer eine Einheit postiert, die dann im Kriegszustand die Agenten trotzdem blockiert. Also die können dann nicht mehr durchlaufen. Meinst du, Lorenz? Da konnte ich die meisten Agenten abwehren. Wie groß ist der Schaden, den die trotzdem angerichtet haben? Ich habe jetzt nicht immer auf alle Berichte geguckt, aber ich glaube, er hat mir ab und zu mal Credits geklaut und ja, ich glaube auch mal Forschung. Ich würde behaupten, dass dadurch, dass ich ihm so viele Agenten getötet habe, war das für ihn kostspieliger als für mich am Ende. Meinst du, er fährt keine neuen Angriffe mit Geheimagenten? Hat er überhaupt noch Agentinnen aus deiner Sicht? Traust du ihm das zu? Na, so teuer sind die jetzt auch nicht, also die kosten ja auch bloß irgendwie... Wie viel Produktion? 10, 14 Produktion oder so, weiß ich nicht jetzt. Je nachdem, was man denen gibt als Ausrüstung. So teuer sind die auch nicht, ne? Aber dadurch, dass er eben so viele verloren hat und ich, nur ab und zu mal Credits oder... Das viel schmerzhafter, was er getan hat, sind die ständigen Bombardierungen. Das nervt. Habe ich auch gerade zwei Einheiten verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Das ist fieser, ja. Weil die nämlich auch die Heilung unterbrechen. Das ist auch gemein. Aber bei dir ist alles noch auf Defensive und Mauern hoch und irgendwie durchstehen eingestellt oder denkst du, ich kann zum Gegenangriff losmarschieren? Na, gerade habe ich ja zwei starke Einheiten verloren, also jetzt muss ich erstmal wieder nachrüsten. Na toll, kaum lenken wir dich ab, schon verlierst du Einheiten und kannst dich in die Offensive gehen. Das haben wir nicht so gut hingekriegt, Piro. Ja, das stimmt. Aber Freunde, die Verdunklung ist eingetreten, hier haben sich neue Aliens bemerkbar gemacht bei euch. Machen die euch Schwierigkeiten? Schwierigkeiten nicht, aber ein bisschen ärgern tun sie schon, weil sie bestimmte Felder blockieren. Gerade Daniel einmal bei Darwin, bei der Hauptstadt von der Ökopaxe, da gibt es hier nochmal so einen neuen Alien-Typ, den wir glaube ich noch nicht gezeigt haben hier heute Abend. Den hatte ich schon mal gezeigt. Dann war ich da unaufmerksam. Nee, das konntest du nicht mitbekommen, ich habe das stumm gemacht und nur den so hektisch mit der Maus drauf gezeigt. Das konnten nur die Zuschauer sehen und du nicht. Richtig cool aus hier. In der Tat. Hässliche kleine Knubbel. Aber wir wollten noch nicht mehr so viel über Black Arken sprechen. Das war ein dummer, allgemeiner Gedanke. Nee, Blackie, im Ernst. Ich habe eben ja schon erzählt, wie gut du gespielt hast die ganze Zeit und habe plötzlich nicht mehr die übliche Häme, sondern nur Respekt und Anerkennung bei dich ausgeschüttet. Wie hast du das verkraftet? Gut, sehr gut. Sag mal, südöstlich von Smith, was ist da? Habe ich gerade eben gesehen, ein Kraken. Release the Kraken. Ja. Gott, ist der hässlich. Guckt euch mal dessen Auge an. Siehst du dessen Auge? Ach so, ja, dort. Ja. Wie das hin und her blinkt. Ja, echt cool. Da hat er so einen Leuchtstab vorne, mit dem er Licht in die Dunkelheit bringt. Muss ich doch gleich mal schauen. Also, der ist schon ziemlich gut gelungen. 8 Stärke, schwer und biologisch. Kommt der Taktiker in dir raus und du überlegst jetzt, mit welcher Waffe du den jetzt angreifen kannst. Auf jeden Fall nicht mit diesem angeschlagenen Panzer. Aber da hat er auch nur einen Bewegungspunkt, das geht also noch. Habe ich noch etwas Ruhe. Was willst du damit sagen? Erstmal müssen wir hier oben noch ein bisschen aufräumen. Bei Antioch. So. Ja, eigentlich hatte ich ja vorgehabt, die Hauptstadt von Lady Vermilion mir mittelfristig einzuverleiben. Aber wenn natürlich jetzt erstmal hier solche starken Aliens wie diese Kraken ankommen,
Das sollte ich nicht mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden. Das solltest du grundsätzlich nicht, Blackie. Kommt auf die Situation an. Ja. Zumindest nicht während eines Livestreams, bitte. Nein, da auf keinen Fall, nein. Diese Bilder, die ich wieder im Kopf habe jetzt. Es freut mich aber auch, dass du das alles gleich richtig bildlich vorstellst. Ja, dich also, freut das vielleicht. Das sagt auch was aus über dich, ne? Ich glaube eher, dass es etwas über dich aussagt, wenn es dich freut, dass ich mir das vorstellen muss. Ja, das vielleicht auch. ganz kurz, Sakko. Ja. Bombardieren, ja, nein. Du könntest diesen Kolonialsoldaten, der da vor den Minen steht, den kannst du ja mal ein bisschen. Einmal, bombardieren. Zweimal? Kannst du ruhig zweimal. Gut. Ja. Der soll sich wieder verziehen. Nö, das wird auch. Wir werden ihn durch unsere Friedensbomber zum Rückzug bewegen. Also egal, genau. Welche Fraktion du spielst, Blackie, du gibst dir sofort den Bonus plus 25% Propaganda. Ja, scheint auch zu helfen, oder? Definitiv. So, jetzt muss ich noch sehen, dass ich nächste oder übernächste Runde diesen Kraken dort wegbekomme und dann kann ich mit dem Panzer nach unten ziehen. Kommentar von Drakeus 83 im Chat. Ein Let's Play-Kollege, der da sagt, das Game ist wie der Jack Daniels Single Barrel hier bei mir im Whisky-Regal. Eigentlich würde ich keinen Jack kaufen, aber er hat so viel Charme, den will ich nicht mehr missen. Schön gesagt. Und wie Ebenholz wiederum hat einen Kommentar zu zu etwas ganz anderem, nämlich zu Blackie. Er sagt, ja, Blackie ist immer still, bis man seinen Dolch oder besser Hammer im Rücken hat. Ja, diese Analogie mit dem Dolchstoß hatten wir vorhin auch schon diskutiert, Zacko und ich. Genau. Das wollten wir uns eigentlich noch aufheben. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Möchtest du was sagen dazu, Zacko? Oh! Nein! Nein! Was ist passiert? Oh, die haben mir einen Panzer vernichtet, mit einem Flugzeug. Ja, wir waren derweil gerade bei Zacko, ne? Du hast gerade eine unangenehme Überraschung erlebt. Was ist passiert? Naja, es sind wieder Geheimagenten reinmarschiert. Zwei Stück, was haben die gemacht? Was haben die angerichtet? Die haben mir Credits gestohlen. Viel? Einmal 96 und einmal 22. Wie viel hast du noch? Ich hab jetzt noch 0. Das ist nicht ganz so viel, ne? Ja, weniger als vorher, genau zu sein. Jetzt wirst du auch noch gescannt. Ja, das ist ja wirklich, hier man keine falschen Ausrüste, das ist. Und die Aliens marschieren ja auch noch rum. Diese unglaublich. Krabbenviecher, Karkinos oder wie die heißen. Die hast du jetzt wenigstens vernichtet. Aber bis in deine Hauptstadt schaffen die es nicht. Na, zwei waren schon da, aber da habe ich aus der Stadt angegriffen mit einem Panzer und einem Flammenwerfer Soldaten und habe ich die abgewehrt, bevor sie Schäden anrichten konnten. Jetzt wirst du aus der Luft bombardiert, westlich von Bitter Lakes. Ja, und südlich ist auch noch ein Flammenwerfer-Soldat gestorben durch die Bombardierung. Das ist halt wirklich, gegen zwei ist es wirklich schwer, sich irgendwie aufzurappeln. Der eine schickt Einheiten, der andere bombardiert die ganze Zeit und mit Agenten, das ist schon ziemlich stark, muss man sagen. Apropos Agenten, wie sieht das denn bei euch beiden aus, Zacko und Blackie? Setzt ihr Agenten ein oder überlasst ihr das komplett Lorenz? Ich hab's noch gar nicht erforscht, ehrlich gesagt, weil ich bin ja im Krieg und überall stehen Einheiten. Wenn ich dazu zum Beispiel zu Eil marschieren würde, da würden mich seine Einheiten erwarten. Da werde ich wahrscheinlich viel mehr Agenten verlieren, als dass ich irgendwas Sinnvolles machen könnte. Außerdem komme ich auch gar nicht dazu, Agenten zu bauen, weil ich die ganze Zeit Einheiten bauen muss. Wie sieht das bei dir aus, Blackie? Setzt du auf Agenten? Naja, bist du dir Agent genug? Also, die Zuschauer und ihr wisst ja auch, dass ich von allen Kriegsstrategien die ehrlichsten am meisten bevorzuge. Die ehrlichsten und direktesten. Aus diesem Grund würde ich niemals auf so eine unehrenhafte Tat wie Spionage zurückgreifen. Nein, nie und nimmer. Nein. Entschuldigung, bei irgendwas, ich bin da gerade kurz eingenickt. Du hast Glück, bei mir sind die Füße eingeschlafen. Ah, ja. Deswegen riecht das hier so.
Nun gut. Grüße von also Drakeos, Zakor. Er sagt, ich wünsche Zakor noch bis 0 Uhr, dass er durchsteht. Daumen drück. Dankeschön. Bemühe mich. X Xatorex wiederum sagt etwas zu Blacky. Er sagt, der Krake sieht richtig geil aus. Oder habe ich das gerade missverstanden? Ich glaube, du hast verstanden. Black Orkon sieht ziemlich geil aus. Ah, entschuldige bitte. Und dieser eine Krake marschiert hier auf Antioch zu. Ja. Siehst du ganz relaxed. Zako, muss ich dich gerade jetzt dir irgendwas wegbombardieren? Ah, jetzt hast du Freudsche Fehlleistung. Jetzt wissen wir, woher die Bomberangriffe kommen. Nein, im Gegenteil, ich kann dir helfen, wenn du möchtest. Ich habe noch eine Bombardierung frei. Ich könnte dir jetzt auch zwei bombardieren. Mach ich mal. Wer bombardiert jetzt wen? Ich hab den Kraken bombardiert. Na toll, in dem Augenblick, wo ich weggegangen bin. Okay, danke. Und 90%. Versuch doch mal, den noch zu flanken. Flank den nochmal mit irgendeiner Einheit aus. Genau. Ah, das und sieht jetzt doch super aus. Ah, spratzel. Oh, das war's. Er versinkt im Boden. Ging schnell. Versinkst du auch manchmal zurück, wo du hergekommen bist? Versinkst du auch manchmal im Erdboden, Piro? Nee, überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ich bin angetan, wie Blacky hier schon wieder mit diesem Kraken hier einfach kurzen Prozess gemacht hat. Sehr, sehr gut. Respekt. Schöner Spielzug. Immer noch etwa 80 Zuschauer im Live-Chat. Verdammt viel um die späte Stunde. Wir haben jetzt halbe Stunde vor Mitternacht an einem Freitagabend, am 19. September, immer noch dabei. Halbe Stunde noch. Was wird in der nächsten halben Stunde passieren? Was könnt ihr beide noch reißen gegenüber Lorenz und Eil? Ich muss sagen, ganz ehrlich, offensiv werde ich hier nichts mehr reißen. Ja. Und bei dir, Blacky? Offensivpläne? Gegenüber Lorenz und Eil nicht. Aber ich würde doch nochmal einen Vorstoß auf die Hauptstadt von dir, die Familien, wagen. Also der eine greift lieber die KI an als den Entwickler und der andere setzt auf Defensivtaktik. War schön mit euch gespielt zu haben. Wir, Piro und ich, wechseln jetzt mal rüber zu den beiden etwas besseren Entertainern, zu Lorenz und zu Eil. Bis später. Bis später. Tschüssi. Aber umgekehrt wäre es doch irgendwie sinnvoller, erst die besseren Einheiten zu haben und dann die... Ja, hallo. Ihr seid nicht mehr unter euch. Hier sind wieder Piro Parker, hier sind Writing Bull und 80 Live-Zuschauer. Immer noch im Chat auf Twitch.tv. Welcome back. Wo ich euch dann auch erzählen kann, vor allem dir, Lorenz, dass dort mittlerweile schon gepostet wird, ich habe mir gerade das Spiel gekauft. Sehr gut. Der Stream kommt gut an. Weiter kaufen. Freut mich. Drakeos fragt... Ja. Achso, ja. Ich wollte schon sagen, gerne auch nochmal, du hattest es gerade so ein bisschen als Gag verwendet, Daniel, aber auch nochmal sozusagen auch aus dem Chat ein Kompliment an euren Grafiker. Hier Xraturex schreibt, der Krake sieht richtig geil aus. Sein linkes Auge ist sogar animiert, er guckt dann immer so. Ja. Und Drakeos sagt ebenfalls zum Kraken, ich dachte, der Krake würde etwas mehr Schaden machen. Oder ist er ein Land schwächer als im Wasser? Er ist tatsächlich auf Land schwächer als im Wasser, ne? Genau, so sieht's aus. Er hat 12, wenn er im Wasser ist, aber wenn er auf Land ist, ist er nur noch auf 8 runter. Und vor allem gegen Feuer, flammender Infanterie kann man wirklich schön verbrennen, so aller Lovecraft. Aber ja, gegen Panzer ist er schon ordentlich. Vor allen Dingen, wenn er im Wasser ist, dann hat man da wirklich Probleme. Halbe Stunde vor allem, noch zu spielen. Weil die Panzer gar nicht kämpfen können im Wasser. Ja, aber sie sind ja am Land, aber korrekt, ja. Halbe Stunde noch zu spielen. Was habt ihr reell noch drauf in dieser halben Stunde im Kampf gegen Zakor? Oder seid ihr nur, wie du beispielsweise, Lorenz, beschäftigt mit diesem Ningen, der George Picot angreift und mit den anderen Wassereinheiten? Nein, also ich baue gerade Flugzeuge und wir werden unsere gesamten Truppen neben seiner Stadt etc. einfach alles droppen. Massive Drop. Aber ich sehe gerade... Ich forsche als nächstes dann Droppods. Meine Advokatin verlangt von mir einen Frieden an dritte Partei und wer ist das? Das hat sie bei mir auch gemacht vorhin. An Admiral Hyde gesagt. Nein, das ist, tut mir leid, das ist keine Option. Gegenüber wem sollt ihr Frieden schließen? Über Zakor. Frag ich sie mal, wie wäre es, wenn sie stattdessen den Krieg erklärt? Genau, oder frag sie doch mal höflich, ob sie einen Dachschaden hat. The Warmongering? Reject. Verdammt. Okay, sie will nicht. Das, obwohl ich so eine Diplomatie-Fraktion bin und excellent standing, aber die ist einfach zufrieden, sie flixt.
Ach, das hängt damit zusammen, was die für einen Aggressionswert haben, ja. Fließt auch mit rein, ja. Die Truppenstärke, Aggressionswert etc. Ich hätte vielleicht... ich hätte ihn anschwärzen sollen. Probieren wir das mal. Vielleicht, sie müsste mir glauben, nachdem ich ja so großzügig bin. Schwärzen wir sie mal an. Denunziert nicht öffentlich, dritte Partei. Guten Admiral Hyde. Akzeptiert. Jawohl, jetzt müsste ihn schon mehr hassen. Das hätte ich machen sollen, bevor diese Frage in den Krieg zu... Aber naja, mal das kann ich ja auch noch machen. Das gleiche nochmal, oder? Ja, kannst du auf jeden Fall probieren. Also je nachdem, wie sie dich mag, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie dir glaubt. Also, ihr wollt mit all eurer Einheiten rüberbringen über die Luft, durch Lufteinsätze in die Nähe von Zakkerstätten, noch weiter auch mit Geheimagenten kämpfen, Lorenz? Ja, also ich meine, es gibt momentan einen kleinen Bug, den wir gnadenlos ausnutzen werden. Das heißt, wir können, wenn man einen Stack auswählt und einen Drop-Pod benutzt, kann man den gesamten Stack mit einem einzigen Pod fallen lassen. Oh Gott. Das heißt, wir werden alles auswählen und echt? Alle Einheiten direkt neben der irre. Stadt droppen. Ja. Ist das sehr fair, Pio? Haben wir speziell eingebaut. Ich bin mir nicht sicher, ob das so wahnsinnig seriös ist, wenn der Entwickler bei seinem Stream sagt, hey, ich habe einen Bug eingebaut, den kennen die Fans nicht, den werde ich jetzt in der Multiplayer-Party gegen die einsetzen. Also es hat auf jeden Fall schon was Bekanntes, wenn der Entwickler selbst exploitet, das ist so schon bekannt irgendwie. Morgen wird er gefixt, aber heute wird er nochmal exploitet. Und dann sagst du morgen einfach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? Das ist alles nicht mehr wichtig. Genau, sehr gut. Unglaublich. Gut, dass du es mir sagst. Ich hätte es nicht gewusst, dass es geht. Ja. Woher auch? Weiß fast niemand. Nein, jetzt heißt es 80 Leute. Das heißt ganz konkret, ihr haut jetzt nur noch Einheiten raus? Oder? Nee, so ganz... Sieht aber nicht danach aus. Also wenn ihr jetzt gleich, ich meine, ihr habt ja nicht mehr so viel Zeit, ne? 25 Minuten, die Runden dauern relativ lang. Das liegt daran, dass nicht so schnell beendet. Das heißt, es bedeutet jetzt eigentlich Einheiten, weil ansonsten wird es heute Abend nichts mehr. Also raus mit den Einheiten. Du hast recht. Flugzeuge werden abgebrochen, wir machen das jetzt mit reinen Flammenwerfer-Soldaten. Oh Gott, also, Sakko wird mich so hassen, wenn er diese Aufzeichnung sich anhört. Ja, kurz einen Raketenwerfer, den habe ich total fallen gelassen bis jetzt, aber den braucht man, nachdem er so viele Panzer hat. Und ansonsten, ja, der Former wird automatisiert, damit ich auch mal meine Runden beende und nicht alle auf mich warten. Also der Chat ist begeistert über die Einsichten und die Ehrlichkeit von Lorenz und kommentiert unter anderem, Skelmisch sagt, it's not a bug, it's a feature. Und wie Ebenholz ist ebenfalls voller Zustimmung gegenüber deinen Gemeinheiten, Lorenzen sagte, sehr sympathischer Entwickler. Oh, danke. Aber ja, es ist in der Tat ein Feature, weil ich meine, man weiß ja nicht, wie groß diese Drop-Pods sind. Ja? Was spricht dagegen, alle Einheiten in einen Pod zu pferchen? Rein theoretisch, das sind ja Fußsoldaten. Also. Ja, das ist natürlich Nonsens. It's not a bug, it's a feature. Du ziehst das konsequent durch. Drakeus wiederum ist ein kleines bisschen kritischer. Er sagt, der Entwickler sieht nur einen Sieg, wenn er Bug-Using betreibt. Das spricht für den Gegner. Nein, wir müssen nur schnell gewinnen. Normalerweise hätten wir auch auf lange Sicht wahrscheinlich genau. Die Nase vorn. Weitere Luftangriffe auf Bitter Lakes. Ihr habt noch 25 Minuten, um Zakor den Garaus rauszubereiten. Oder zumindest um den Bewohnern in Bitter Lakes zu zeigen, wo die Tür ist, die rausführt aus der Stadt. Verratet ihm nicht, dass wir den Bug abusen, wird sich denken, wir haben nicht so viele Drop-Pods. Oh, die machen auch Luftangriffe auf all. Da hast du eine Einheit weniger, fürchte ich. Ja, ich sammle jetzt in den Städten. Jetzt, wo ich weiß, wie das mit dem Bug ist, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Sind das nicht die Angriffe im Spiel, die besonders viel Spaß machen, die mit einem schlechten Gewissen begleitet sind? Es ist grenzwertig schlecht. Oh, mal gucken. Wenn es dann nicht klappt und er uns trotzdem arbeitet, dann stehen wir aber ultra dumm da. Das ist richtig, ja. Aber es ist ja auch, das muss man zu deiner Verteidigung jetzt sagen, mittlerweile weit nach 23 Uhr. Und lass uns mal davon ausgehen, dass jetzt einfach alle Kinder schon im Bett sind und dass die aus Sachen Jugendschutz solche Sauereien wie Bug-Using hier nicht mehr den kleinen Kindern und ihren leicht beeinflussbaren Charakteren zugemutet werden. Zakko hat auch immer den Race-Bug benutzt, also bitte. Echt? Natürlich, der hat das immer gemacht. Der hat das auch gesagt, dass das normal ist für ihn. Du weißt, was ich meine, oder?
Ich, also du meinst, dass man irgendwie Race nach dem Erobern oder so ein? Genau, dass du die Stadt ein kaputt machst, damit die, weil das weniger Bürger tötet als diese Abwanderung, die du normalerweise hättest. Ja, aber das haben wir jetzt, durch dass die Abwanderung halbiert ist, müsste das jetzt anders sein. Race Bike. Ja. Ach scheiße, ich habe eine falsche Tech erforscht. Verdammt. So wie es aussieht, wenn ich das richtig gesehen habe, wird es langsam wieder heller, kann das sein? Ja, tatsächlich. Korrekt, ja. Also die Zeit ist langsam vorbei, ist auch gut für die Augen, dass es mal wieder heller wird. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie so viel programmiert. Sturmanzug. Gut. Immer wieder neue Stadtnamen, mit denen Eil seine Gegner verwirrt. Mittlerweile trägt er nicht mehr die Demokratie über seine Grenzen hinweg, sondern sagt ganz offen zu seiner Hauptstadt Sowjetunion. 30 Bürger mittlerweile in der Stadt. Wow, das ist ja eine Riesenstadt. Ja. Oh Gott, was hast denn da alles gebaut an Gebäuden? Na, alles halt. Außer Replicant Factory. Weil das bringt mir noch mehr Bevölkerungswachstum. Das kann ich zurzeit nicht unbedingt brauchen. Da brauche ich lieber Einheiten. Ich meine, sonst hätte ich es gebaut. Wir haben lange nicht mehr in den Forschungsbaum reingeguckt. In den Tech Tree mache ich jetzt mal bei Lorenz. Links hatten wir angefangen und schaut mal, wir gehen jetzt mal ganz weit nach rechts. Das Blaue, das hat er alles schon erforscht. Und im Augenblick sitzt er am Sturmanzug. Ja, aber ich muss erwähnen, ich habe Guerillakrieg erforscht, schließt gerade das also den Fortschritt des Projekts ab. Das gibt mir einen Vorteil in Wäldern für meine Infanterie. Jetzt hole ich mir noch das Sturmanzug und ich habe eh schon viele Soldaten. Und dann wird Zakur bereuen, dass er neben seinen Städten jeweils Wälder hat. Da werden wir nämlich mit unseren Pots drin landen. Gibt Gas. 20 Minuten noch dafür. Ja, genau. Noch 20 Minuten. So ist es nämlich. Ich bin echt gespannt, wie das hier heute Abend ausgehen wird. Wir gehen jetzt nochmal kurz rüber nach Zakur und nach Blecke, geben aber euch beiden das Ehrenwort, dass wir euch nicht verpetzen werden. Nicht deshalb, weil wir selber so Ehrenmänner sind, sondern einfach deswegen, weil wir glauben, dass euer gemeiner Plan das Unterhaltsamste ist, was dieser Abend noch bieten kann. Ja. Bis später. Bis später. User left your channel. Hi Zakur, hi Blecke. Hi Zakur, hi Blecke. Wir sind wieder da. Hallihallo. Ja, wir haben jetzt gerade mal mit Eil und mit Lorenz ein Weilchen geplaudert. Wir haben aber das Gefühl, dass die allmählich ermatten. Deren Pläne sind nicht mehr sonderlich raffiniert und ausgefeilt. Ich glaube, die haben sich ein bisschen einlullen lassen von dem, was du da treibst, Zakur. Habt ihr irgendwas, wie ihr noch ein bisschen Pep reinbringen könnt in die letzten 20 Minuten? Die sind nicht mehr ausgefeilt, nicht mehr? Ja, also wir haben das Gefühl, die haben nicht mehr viele gute Ideen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr gute Ideen, wie ihr noch in die Offensive gehen könnt? Das hat sich mir jetzt ein bisschen wie eine Kapitulation angehört. Ja. Nein. Das ist einfach mein persönlicher Eindruck. Lorenz hört ja nicht mehr mit. Da kann ich ruhig mal Tacheles reden. Ja, ich glaube auch. Also so richtig viel haben die wirklich leider nicht mehr im Petto. Also es wird jetzt Zeit, dass ihr vielleicht erstmal einen Gegenschlag aufbaut. Also ich nutze jetzt gerade die Friedensphase, um meine Wirtschaft bisschen wieder zu stabilisieren, weil ich einfach Bevölkerungsprobleme habe inzwischen, weil die Städte so groß gewachsen sind. Und ich konnte ja die ganze Zeit nichts Wirtschaftliches bauen, weil ich die ganze Zeit nur Einheiten bauen konnte. Da nutze ich gerade diese Pause jetzt mal, um zum Beispiel hier Vendo-Apartments zu bauen und in meiner Hauptstadt den Schwebebau. Was du als Friedensphase bezeichnest, sieht, glaube ich, Lorenz oder Eil als Phase massiver Bombardierung an. Kann das sein? Ja, das ist alles relativ. Vieles ist im Leben relativ. Tja. Apropos, ich habe wieder zwei Bombardierungen, ne? Wenn du was brauchst. Im Moment sehe ich nichts. Wir sollten vielleicht mal einen Scanner bauen und vielleicht jetzt auch mal offensiver einsetzen, die Bombardierung. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Richtig. Blackie, was sind deine Pläne? Ja, ne, ich rücke schon langsam jetzt vor auf Externsteine. Toller Name. Ja, ich wollte eigentlich diesen einen Mech, der da davor stand, mit den Vulkanminen festnageln, die eine Runde. Aber offensichtlich konnte alles trotzdem noch bewegen. Wirken also nur, wenn man reinläuft, nicht wenn man schon da steht. Genau. Und ja, jetzt hab ich Angst, auf das Feld zu ziehen. Ich weiß nicht, ob die Minen auch sich gegen mich richten. Ob die eine Freund-Feind-Erkennung haben. Weiß das jemand? Ich weiß das nicht. Ich werde auch nicht, nee. Ich würde das mal gerne rauskriegen. Ich weiß auch schon, wie man das am besten rausbekommen kann. Lauf einfach rein. Ja. Wird schon klappen.
Das ist der Bildungsauftrag für alle, den wir dir jetzt erteilen, Blackie. Du musst das für uns rausbekommen. Sei Forscher. Na gut, das nochmal. Ja, Bewegungspunkte sind alle. Das heißt, ich werde nächste Runde diesen Panzer verlieren. Danke, Blackie. Ja, was bist du auch so blöd, dass du da reinfährst? Nö, ich finde das gut. Jetzt hat wieder einer bombardiert da bei dir, sehe ich gerade. Oh. Das ist wahrer Forschergeist. Die Mine da abgelegt? Die war von Zakor dort, die Mine auf dem Hügel bei Externsteine? Nee, ich habe keine Mine dahin gehauen. Das war Blackie selber. Ach, man wird sogar durch seine eigenen Minen wird man sogar ausgebremst. Ja, das habe ich gerade bemerkt. Ja. Ah, okay, ja, das ist natürlich wirklich ärgerlich. Ja, das heißt im Grunde genommen hast du hier gute Miene zu einem bösen Spiel gemacht. 5 Euro fürs Phrasenschwein. Hast du mich gerade Phrasenschwein genannt? Nein. Nein. Jetzt bin ich beleidigt, jetzt gehe ich rüber wieder zu Zakor. Nö, das fand ich unverschämt. Ach komm, redet euch nicht raus, das war's. Ich geh rüber zu Lorenz und Eil. Lebt wohl, tschüss. Tschüss. Hi Lorenz, hi Eil. Probleme. Wir sind wieder da. Du warst aber nicht lange weg. Blackie hat mich gerade beleidigt. Achso, das ist normal. Das ist normal, aber es ist trotzdem unverschämt. Ich bin immer die Höflichkeit in Person ihm gegenüber. Nie ein böses Wort über meine Lippen. Er hat mich Phrasenschwein genannt. Das ist ja keine Beleidigung in dem. Mach dir mal eine Freude. Mach die beiden fertig. Mach sie rund. Was für Phrasen hast du denn eingesetzt? Vielleicht ist es ja gerechtfertigt, dass er das gesagt hat. So, wieder rübergehen zu den beiden, der macht mich auch fertig hier. Du bist so eine Mimose, echt, ne? Mimose nennt er mich! Wird er immer schlimmer hier. Unglaublich. Wie sieht das aus mit euren Angriffsplänen hier, von wegen wir schicken den Truppen auf den Hals über die Luft und Mine hinterher und was weiß ich alles an Bösartigkeiten? Ja, ich kommen jetzt 23:46 Uhr, ich meine, wir jetzt haben noch... Jetzt ist die Forschung fertig, ich kann das jetzt bauen. Ich kaufe das, ich habe genug Gold, um die Dings zu kaufen, dann habe ich das nächste Runde, da könnte ich das ab nächster Runde machen. So, den Goliath schicke ich schon mal über Land vor, weil den kann man nicht droppen. Das ja, muss... ich würde sagen, oder mit deinem Goliath. Mit dem Bug auch? Sorry? Kann ich vielleicht den Bug benutzen, um den Goliath doch zu droppen? Möglich, kannst du mal probieren, könnte klappen. Ja, ich... Aber was passieren kann, dass der Goliath dann daheim sitzt, während alles andere landet. Ja, man muss ja vielleicht... macht ja einen Counter-Drop und dann ist vielleicht ganz gut, wenn der Goliath noch hier ist. Ich glaube nicht, dass es vom Goliath klappt, aber mal schauen, probieren kann man es. Also du willst jetzt alle Einheiten, die in der Ukraine stehen... packen und rüberschicken. Ja, auch die aus der Sowjetunion. Alle Einheiten. Alle. Von wem kommen die Luftbombardierungen gerade? Meine Luftwaffe. Dann was er da hinten hat. 8,1. Die ich dir auch sagen kann. Die sind so billig jetzt hier. Das ist 2 Runden. Hä, warum baue ich denn so ein? Na, egal. Riesige Mengen an Kolonialsoldaten stehen in der Sowjetunion, in der Ukraine auch jede Menge. Und die sollen jetzt alle rüber. Mhm. Durch einen Bug. Exakt, durch einen Exploit. Also, Piro, wo könnte es schöner sein, diesen Moment zu genießen? Hier bei den Siegern oder da, wo man das hört oder also richtig da, hören kann? Da, wo dann alle weggebombt werden. Wie es Zakor den Atem versteckt. Wir müssen aber erwähnen, dass das auch nach hinten losgehen kann. Und zwar, natürlich, das Game hat harte Stack-Counter, das heißt Bombardments, also Bombardierungen. Das bedeutet, wenn man einen Drop ausführt, dann kann man die Einheiten nicht bewegen, weil sie mit 0 Bewegungspunkten landen. Das heißt, wir sind gewissermaßen... Freifeld und jeder kann auf uns ballern in der Zeit. Also, ja, ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Am besten ist es, wenn sie irgendwie ihre Bombardierung einsetzen und dann landen. Ja, das wäre am geschicktesten. Also, ich glaube tatsächlich, der spannendste Moment wäre, wenn wir das bei den Opfern das Ganze zu Gemüte führen. Klingt gemein, aber plausibel. Wann habt ihr das vor? Also ich könnte ab jetzt, ich habe jetzt... Macht einen ganz kleinen Moment, wir gehen mal schnell rüber zu den Leuten, die ihr damit beglücken wollt. Bis später. Oh, hab ich später. Noch mehr Einheiten dann. Die haben sich bewegt. Hier sind wir schon wieder. Haben sich bewegt. Hallo. Hm? Wir haben gerade mal wieder mit den beiden Langweilern von der Gegenseite geredet und festgestellt, dass da nichts mehr zu erwarten ist. Nur noch 10 Minuten. Habt ihr irgendwie jetzt noch ein kleines Abenteuer, was ihr uns bieten könnt?
Also ich bin gerade erst, ich wäre jetzt gerade erst in der Phase, dass ich Einheiten bauen würde für eine Offensive, also. Und so ich hab mir, ich habe mir selber ein Ei gelegt, indem ich dieses Feld vor externen Steine vermint habe. Dadurch würde ich selber dort stecken bleiben. Halten wir also fest, Lorenz und Eil haben nichts mehr in petto und Blacky legt ein Ei. Super. Großartig. Sag mal, Abschluss. Wer zahlt denn jetzt in das Phrasenschwein ein? Da kannst du da nicht hinten im Wald langfahren? Um die Minen rum, Blacky? Ja, mit einem Feld pro Runde mit meinen Panzern. Piro, ich überlege mal, ob wir den Livestream nicht vorzeitig beenden sollen, wenn die hier auch nicht zu liefern haben, denn so richtig aufregend ist das ja anscheinend nicht mehr. Hört mal, ihr habt eine Verantwortung gegenüber den Zuschauern. Könnt ihr nicht irgendeinen Ass noch aus dem Ärmel ziehen? Irgendeine überraschende Aktion, mit der niemand gerechnet hat? Irgendwas? Nicht in der Runde. Nächste Runde kann ich dann losmachen. Dann mach doch mal eine Runde weiter. Komm, vielleicht passiert dann was. Die Sonne ist zurück, meldet das Programm. So, jetzt ist meine Wirtschaft fertig. Jetzt kann ich wieder Einheiten bauen. Das ist gut. Für dich geht es also aufwärts. Das hört man gerne. Ja, ich hab meine Wirtschaft auf jetzt sehr auf Credits ausgerichtet. Einfach weil ich nicht so viele Mineralien in der Nähe habe, muss ich die meisten Sachen einfach kaufen. Das heißt, in kleinen Schritten geht es für dich aufwärts. Wer hätte das gedacht? Vor einer Stunde lang, vor einer Stunde etwa, oder vor anderthalb, Piro, da stand Zakor mit dem Rücken an der Wand. Und jetzt ist er unsere einzige Hoffnung dafür, dass hier noch irgendwas passiert, oder? Ich hab mich aus dem Müll wieder rausgeholt. Ja, in der Tat, eine tolle Leistung. Und ich sag mal, dieser Krieg, den es dort gegeben hat bei euch, hat das Ganze, glaube ich, so ein bisschen in die Stagnation gebracht. Weil die Leistung auch war, aber so richtig viel passiert hier im Moment nicht mehr. Dann sag doch mal allen, dass sie die Runden ein bisschen schneller beenden können, dann können wir vielleicht noch was machen. Tja, die Sekunden verstreichen. Advokatin Gardinier lobt Lorenz. Der alte Schmeichler. Ja, echt. Die umschleimen und umschmeicheln sich hier. Ihr steigt auch jeden ins Bett, hä? Bezog sich das auf Lorenz oder auf die Advokatin Gardinier? Auf die Advokatin Gardinier, natürlich. Ja. Ich würde Lorenz niemals als die bezeichnen. Höchstens als die, weil er mir so viele Credits klaut. Jetzt schaffe ich auch mal was in die. Das ab damit. Solange ihr keinen Mitspieler als das bezeichnet, geht es ja noch. Du glaubst also, dass Lorenz beleidigter wäre, wenn ich ihn als das bezeichne, als wenn ich ihn als die bezeichne? Als das oder als es, ich denke schon, ja. Okay. Woran nimmst du diese Gewissheit? Geheimagenten. In Bitter Lakes. Die sterben gleich wieder. Die sind durchgelaufen. Sind beide durchgekommen? Was haben die an Schaden angerichtet? Die haben einmal Credits gestohlen. Und einer ist gestorben beim Versuch. Und wie viele Credits hast du jetzt noch? Ich habe jetzt noch 144 und verloren habe ich 145. Das heißt, die haben sozusagen mein Konto halbiert. Oh. Nicht nett, aber naja. Andererseits ist natürlich die Frage, Piro, die mir jetzt durch den Kopf zieht, wenn Lorenz jetzt wirklich Geheimagenten losschickt, ist das ein Zeichen, dass er was plant, oder ist das einfach ein Zeichen des Eingeständnisses, dass er mit normalen militärischen Mitteln dann nicht mehr durchkommt gegen Zakor und gegen Blacky? Ja, das ist die große Frage, ne? Also man hatte schon fast so ein bisschen den Eindruck, es wirkt so ein bisschen einfallslos. So irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, wie ich das einschätzen soll. Ich finde es irgendwie eigenartig, ehrlich gesagt. So als ob so nach dem Motto, mehr habe ich jetzt nicht mehr, dann mache ich halt das. Du möchtest also damit sagen, dass Lorenz quasi kapituliert vor unserer überlegenen Strategie. Zumindest vor eurer Hartnäckigkeit, mit der ihr alles aussitzt, was die an Angriffen euch entgegengebracht haben.
Ja, wir lernen ja auch von den Großen, ne? Ja. Ich meine, ja, gut. Was ist das da? Hoch? Was? Nur jetzt kam wieder ein Drop. Was? Ja, der macht das immer im Rundenwechsel, das ist. 59! Jetzt habe ich gerade meine. Unter oben nochmal! Jetzt habe ich. Unter. Tja. Okay. Naja, er macht das immer im Rundenwechsel, das ist halt. Er nutzt das gut aus. Ich mach meine Züge halt immer im Bug und er macht es immer im Rundenwechsel, da kann ich dann nicht mehr reagieren. Ich das gewusst hätte, hätte ich nicht meine ganzen Bombardierungen jetzt gerade eben. Was passiert jetzt, Sakor? 60, ein Stack mit 60 Kampfpunkten nordöstlich, jetzt wirst du auch noch bombardiert in der Stadt mit der 3-1. Ihr habt mich dazu veranlasst, Angriffseinheiten zu bauen und jetzt kommt ein Gegenangriff. Naja, dann, das war's dann. Ja, also damit konnte natürlich auch keiner rechnen. Ja, nur dann Glückwunsch. Meinst du, sitzt jetzt, so schnell hätte sich das Blatt jetzt gewendet? Na, ich kann ja jetzt nicht mehr reagieren. Also die Hauptstadt ist ja komplett umzingelt und ich habe nur eine Einheit drin. Da werde ich nichts machen können. 3 Einheiten hast du drin? Du hast jetzt ja immer noch... Ach, die Hauptstadt! Entschuldigung, die hatte ich noch gar nicht gezeigt. Oh Gott. Oh Gott, da ist ja tatsächlich nur ein Panzer drin. Ich war eine Stadt weiter im Süden gewesen. Oh Mann. Oh Mann. Aber ich glaube, Bitter Lakes kannst du halten, Sakura, oder? Ah, das ja, ist das Quatsch, werden, aber... trotzdem keine Rolle. Ja, so liebe Zuschauer, jetzt wird es nochmal spannend hier. Auf den letzten Minuten, 4-5 Minuten haben wir noch. Und jetzt wird hier alles ins Gefecht geworfen, alles was irgendwie da ist. Schnell wird noch bombardiert, die Stacks werden runterbombardiert im Süden, bei der Stadt im Norden kommt der Angriff. Fällt. Lauswitz ist gefallen. Die Hauptstadt ist weg. Zakor, eine Stadt noch, das ist Bitter Lakes. 5 Einheiten stehen drin, 2 Riesenstacks kommen aus dem Norden jetzt heran. Jetzt ist bei mir das Spiel abgeschmiert, weil ich gerade noch in der Stadt was machen wollte und jetzt gehört sie nicht mehr mir. Dein Spiel ist abgestürzt gerade. Ja. Wahrscheinlich, weil ich gerade noch in der Stadt was machen wollte. Ich kann dir gerne sagen, was passiert. Deine Einheiten verteidigen sich heldenhaft, werden angegriffen. Eine Einheit nach der anderen aus den Angreifer-Stacks attackiert deine Verteidiger. Noch ist keiner gefallen in deinen Städten. Ganz langsam werden die nur geschwächt. Ist natürlich massive Flankierung von beiden Seiten. Der Gegner hat natürlich jede Menge Einheiten. Jetzt kommt der... Zakor, du hast mich gefreut, dich kennengelernt. Noch hat Zakor keine Einheit verloren, Piro. Ja, 5 Einheiten stehen noch in der letzten Stadt drin. Angriff auf Angriff. Nicht wirklich wacker, vielleicht könnte... Tatsächlich, das hat es ja gerade schon gesagt. Vielleicht kann er diesen Angriff abwehren. Unfassbar, du hast noch keine einzige Einheit verloren. Jetzt könnte die erste bald fallen. Die setzen eine Einheit nach der nächsten, greifen die an. Berge von Leichen nördlich und südlich der Stadt. Die greifen abwechselnd an, jeder darf mal. Jetzt ist die erste Einheit von Zakor gefallen. Ja, jetzt ist Schluss. Okay, jetzt ist die zweite gefallen. Jetzt sind es nur noch 3. 3 Einheiten stehen noch dort. Ja, die sind jetzt halt nur noch 2 Einheiten. Ich habe da keine Verteidigungsausrüstung reingepackt. Sonst hätten die wahrscheinlich länger durchgehalten. Okay, Zakor. So wie es aussieht. Zakor startet auch immer in Bitter Lakes gefallen. Das war's. Mit eurer Hilfe, ne? Zakor ist raus aus der Partie. 23 Uhr, 58 Minuten am 19. September 2014. Hätte ich jetzt was gesagt? In Wahrheit sind wir ja im November 2112, wo sich dieses historische Ereignis ereignet hat. Und kann man sich einen spektakulären Schlusspunkt vorstellen für diesen Livestream? Ich denke nicht. Wir bleiben mal hier auf dieser Stadt drauf und bitten jetzt aber mal alle sich zu versammeln. Kannst du vielleicht mal freundlicherweise, Piro, die beiden anderen, Lorenz und Eil, holen und hier mit in diesen Kanal reinholen? Das mache ich doch gern. Alles klar. Das ist lieb von dir. Und wir werfen noch mal einen letzten Blick, liebe Zuschauer, auf den
auf die Karte. Ich scroll noch einmal von Süden nach Norden. Hier links die KI, die Lady Gardinier, die so lange verbündet war mit den Einheiten, die Eil und Lorenz in die Schlacht geführt habt. Ihr könnt jetzt auch alle, wenn ihr wollt, auf Twitch euer Bild anmachen. Nur bitte den Ton muten, sonst gibt es Rückkopplung und unangenehme Audioeffekte. Aber alle Spieler, die hier mitgemacht haben, können gerne auf Twitch TV sich jetzt alles angucken, wenn ihr wollt. Und ihr seht drei Städte von Lorenz und hier die beiden Städte von Eil. Hier eine weitere Stadt, die ihre KI-Verbündete gegründet hat. Und hier die Städte, die jetzt neu dazugekommen sind, die Lorenz sich geholt hat. Der Entwickler hat zugeschlagen und hat Zakor seine beiden Städte abgenommen. Und hier im Süden haben wir Blackie, Zakors Verbündeten, der hier ganz alleine auf sich gestellt wäre, würden wir diese Partie noch beenden. Er hat es allerdings geschafft und immer noch Respekt, die erste Stadt überhaupt in diesem Spiel hier einzunehmen, nämlich eine Stadt der Lady Gardinier, die allerdings auch, wie ihr hier mittlerweile seht, im Süden expandiert hat. Sie hatte eine zweite Stadt gegründet, Toledo. Und hier ist er in der zuletzt nicht mehr so richtig vorangekommen. Blackie im Angriff auf extern Steine und den Goliath-Mech, der da stand und die KI-Stadt verteidigt hat. Spektakulärer Schlusspunkt hier. Und Riesenkompliment an wen natürlich bei Entwickler vs. Fans? An den Entwickler. An die Fans. Entwickler musste Bugs abusen. Also Sakko hat sich klasse gehalten da. Du musst wenn wir da über Land kommen müssten, das hätte ganz anders ausschaut. Der Arme hat so gut davor bereitet die ganze Zeit. Wie kann es sein, dass Sakko den Exploit noch nicht kannte? Der kennt doch die anderen Exploits auch. Ich glaube, das ist der einzige, dieser Exploit ist, glaube ich, schon länger da, aber hat noch nie jemand gefunden. Aber welcher Exploit? Welcher Exploit? Ach, ihr habt das gar nicht gemerkt? Jetzt kommt die traurige Stunde eines Geständnisses. Piro, spiele mal diesen dramatischen Trommelwirbel ein, den du vorbereitet hast. Ja, also, jetzt musst du beichten, Lorenz. Man kann, momentan gibt es einen Bug, wenn man einen Stack auswählt und die Drop-Order gibt, dann verbraucht das Droppen des gesamten Stacks nur ein einziges Pot. Das bedeutet, wir haben massiv Infanterie mit Guerilla-Warfare einfach in die Wälder neben deine Stadt gedroppt. Also, du hast dich gut gehalten. Ich habe mich schon gewundert, warum ihr so viele, wie ihr so viele Drops gebaut habt. Ziemlich teuer, das erklärt es natürlich. Yep. Ne? Na, bisschen blöd fand ich, also das war natürlich eine witzige Aktion jetzt zum Schluss. Aber ich fand ein bisschen blöd, dass Piro und Daniel sich ein bisschen eingemischt haben, weil die haben mir weiß gemacht, dass ihr von euch nichts mehr kommt und dass wir was machen sollen. Also habe ich offensive Einheiten gebaut, was natürlich dann blöd ist, wenn ein Gegenschlag kommt. War ein bisschen ungünstig, aber die Aktion war ja trotzdem witzig, von daher, egal. Wir fassen also zusammen, Wilding Bull ist schuld, dass Zakko vernichtet wurde. Nee, na, die Hauptstadt hätte ich wahrscheinlich so und so verloren, aber die zweite Stadt, na gut, ich habe jetzt die Kämpfe auch nicht gesehen, weil also ich sich der Kompass sehr, sehr viele Einheiten hat. Verloren bei der Stadt. Ich habe sie quasi alles gekillt und dann kamen die Orangen und haben sie eingenommen. So wie es sein soll. Also, wir lernen bei diesem Livestream. Erstens lernen wir, dass es einen Entwickler gibt, der ja tatsächlich einen glorreichen Sieg errungen hat, dafür aber massiv einen Exploit nutzen musste. Zweitens lernen wir, dass man deshalb eine angebliche Niederlage, eine vermeintliche Niederlage, wie Zakor sie gerade erlitten hat, durchaus noch umdefinieren kann in ein moralisches Remis, in ein Unentschieden zwischen den beiden. Würde ich mal behaupten, wenn alle damit einverstanden sind. Und drittens lernt man bei der ganzen Sache, traue niemals den Streamern, die in erster Linie nicht im Kopf haben, Gerechtigkeit herzustellen, sondern immer nur ein Ziel vor Augen haben, bestmögliche Unterhaltung für die Zuschauer. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir euch das hier geliefert haben, bei diesem Livestream mit Eclipse of Nashira. Gibt es für 5,99 € derzeit zu kaufen im Onlineshop von Slytherin, vom Publisher auf Steam gibt es auch das zweite Add-on von Pandora First Contact, das im Augenblick auch reduziert zu kaufen ist für eine befristete Zeit. Vielen Dank für dieses Spektakel, das ihr uns geboten habt. Vielen Dank Entwickler Lorenz Roman, vielen Dank Zakor, vielen Dank Black Arken, vielen Dank Eil, vielen Dank Mitmoderator Pandora, Piro Barker, jetzt hast du einen neuen Spitznamen bekommen, Pandora darfst du dich ab jetzt nennen. Vielen Dank auch an die vielen, vielen Live-Zuschauer im Chat. 70 haben bis zum Schluss darauf gewartet, dass sich dieser Entwickler diesen Exploit aneignet. Und ihr fragt euch jetzt sicher, wann geht es weiter? Wann kommt der nächste Livestream auf diesem Kanal? Würde ich mich zumindest fragen, wenn ich ein solches bizarres Ende erlebt hätte. Kann ich euch gerne sagen. Ich kann euch auch gerne sagen, mit welchem Spiel. Wieder mit Science Fiction.
Diesmal allerdings mit einem etwas anderen Titel, mit Civilization Beyond Earth geht es weiter beim nächsten Livestreams. Im Laufe der nächsten Wochen werde ich mehrere Livestreams mit diesem Spiel anbieten. Das wird dann im Oktober allerdings voraussichtlich erst sein. 2 bis 3 sind in der Planung, verschiedene Dinge, verschiedene Formate, die, wo ich im Gespräch bin, wo ich teilweise schon Dinge organisiert habe, und das wird dann auch teilweise auch vor dem Release natürlich sein. Und ansonsten möchte ich euch ganz, ganz unverbindlich den Tipp geben, falls ihr Science-Fiction-Spiele sehen wollt, vieles zu Pandora könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen und in Kürze auch einiges zu Civilization Beyond Earth auf meinem YouTube-Kanal bei Writing Bull. Danke für euch, an euch, für euer Interesse und dafür, dass ihr euch das hier alles angeschaut habt und mit uns gemeinsam die Unterhaltung genossen habt, die diese 4 hier geboten haben auf Pandora. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Und danke an euch nochmal. Tschüssi. So, danke auch. Tschüssi.